Und zwar... Member of your team has left the match. Halt Maul. Okay. Wenn ich halt neu so kleiner Kreislauf zusammengebrochen gehört bin, ihm gesagt. Fand ich geil. Ja. Will ich spritzen oder was? Jo, also... Hast du nichts gescert oder was? Nee, ich will, also... Die Vermutung war, dass ich halt einfach... das Fenster hinten aufgemacht, die Nacht über, dass ein bisschen Luft nehmen kommen ist. Ich bin mal ins Wach war. Ich habe mir die Sprünge im Bett hin und her, obwohl ich nur ruhig gelähen. Gestern ich nicht so wirklich viel. Jo, dann habe ich im Tierrahmen gestanden, dann die Mutter gefragt, ob die irgendwas hat für kreislaufmäßig da. Und ich sagte, okay, mal die Ämmer hol ich, muss gleich kotzen. Jo. Und dann bin ich schon ihn gesagt und jo. War nicht auf dem Baum gelegen, hat vor mich hingeschwitzt. Okay. Hat war schon ein Krankenhaus dann oder irgendwas? Hm? War schon irgendwie ein Krankenhaus oder so? Auf hätte ich dann einfach nichts mehr. Ne, ich bin einfach mal leih geblieben. Hab mich dann mal aufgesetzt und. Jo, dann. Hat sich nur wieder gäbe ein bisschen. Ja, das hat aber Bock gemacht. Ja? Noch 30 Sekunden. Wer soll den Job erledigen, wenn ich sie jetzt auf? Also das kann ich nur jedem empfehlen. Jo, wie Deutschland geht, alle war das dabei. Das wäre meine nächste Frage, wer hat das Spiel geguckt? Hat gleich keiner geguckt. Jo, die haben die einfach gnadenlos auf den Schutt gefahren, die Italiener haben die gleich rausgehört. Also du sagst, wir haben sie von der 0. bis zu 120. gnadenlos dominiert. Jo, so kennt man es eigentlich auch so. Okay. Wir haben dann einfach keine Chance gelassen. Wir haben es nur am Schluss ein bisschen spannend gemacht. Ja, der Boateng hat gesagt, wie wird das so blöd? Nimm du jetzt mal die Hand. Er nimmt die Sache in die Hand. Nimm das mal in die Hand, ja. Und jo, so war es dann halt. Also er tut es, weil er ein absolut reines Gewissen hat. So ist es. Wenn du musst aufs Play drücken, ne? Oh. Okay. Probieren wir noch eins, ja, Sana. Ach ey, wenn es verloren ist, kann es verloren. Okay. Na dann, weg. Ja, und ich bot in diesem Hearthstone bot ich ab und zu mal ein bisschen. Also wenn ich morgen ins Bett gehe, geht der Bot an. Erst mal früh wieder aus. Oh, hopp. Mal eins botten. Das ist mir das letzte Move gefallen, wo ich dazu geguckt habe. Und einfach mal so direkt die Karte fortgeschmissen und verloren. Und ich denke, huch. Warum? War eigentlich eine super Hand. Okay. Und dann habe ich vielleicht gedacht, vielleicht, weil er gesagt hat, jo, Rang 20, das sind die beste Spiele. Und dann hatte ich mir so gedacht, vielleicht, weil er hat ja bei seiner Schwäche oder sowas, Lava, so ein Automatisierungsprogramm. Auto was? Automatisierungsprogramm. Bot habe ich Lava, kein Automatisierungsprogramm. Den Bot rennen lassen, sag ich alles.
Ja, und noch einmal gedenkt. Ja? Der hat an. Ja, hatte ich gehört, ja. Mhm. Also noch so heiß probiere vielleicht. Ja, ich bin gebannt bis Ende Juli. Was? Ja, sie haben mich einfach wieder gebannt, ohne dass ich was gemacht habe. Ich kann da nicht sagen, wo draus gelehrt. Sie schreiben halt einfach in die E-Mail immer, wer automatisiert der Prozess, der halt Leitband fertig. Ach so. Nicht nur mit Grund, einfach nur so. Ja, ich weiß nicht, was nochmal war. Vielleicht, weil der Miner sich ein Beiträge wollte. Das kennt ihr doch immer. Weil es war obens dann schon, die Mail habe ich gekriegt am 18 Uhr irgendwas und da haben wir gerade noch gespielt gehört. Achso. So, ich habe dann gesagt, okay, ich nehme den Ben an, aber das machen wir mal einen Monat. Ich habe gedacht, ich hole mir immer so ein Nvidia GeForce GTX 1080. Habe ich mal ausprobiert. Und ist sie schon da eigentlich? Ne, die kommt am Montag, so wie es aussieht. Ah. Darf ich fragen, was du dafür bezahlt hast? 730 Euro. Ach, das geht hier noch. Hm? Ja. Mein letztes Auto hat 800 gekostet. Ja, machen wir auf der Grafikkarte aus, aber sind da dabei. Du, ich habe die Altrechnung gefunden von meiner GTX 770. Die hat auch 400 Euro gekostet. Ach, wie geil, auf dem ZDF läuft Leon, der Profi. Willkommen in Hollywood. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Hollywood. Hollywood? Probieren wir das Musotapien aus. Oh. Zu viele Konstrukteure, ja. Ich beschütze die Unschuldigen. Wer ist genau richtig? Mhm. Alle Regler auf Anschlag. Jetzt haben wir noch zwei Healer. Ja, gut. Oh, perfekt. Schöner Mann. Da haben wir nichts was irgendwie. Ja, also das wird witzig. Der Reinhard steht dann ohne und hinter ihm. Ja. Mann ins Maul. Oh, mir ist das egal, verlieren wir das Ding halt wieder, ist doch fast egal. Wenn wir irgendwann dann auf Level 20 ingestuft sind. Ja, ich schätze mal, das wird angenehmer zu spielen, wenn jeder Level hat. Ja. Weil dann wird hier um Durchschnitt gerechnet. Dadurch, dass hier im Moment noch Ungelevelte dabei sind, hast du halt auch mal den Gegner mit Level 57. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, der mit B60 habe ich glaube ich vorhin sogar mal nicht gesiegert. Da haben wir danach irgendwie nicht gewonnen. Weil ich muss sagen, am Anfang, wo ich noch keinen Rang gehabt habe, habe ich mich mal mit The Will Lose Ratio war ich bei 32%. Wenn man dann gespielt hat mit dem kompletten Rang, habe ich mich jetzt wieder hochgespielt auf 48. Zurück auf Patrouille. War das mal eigentlich relativ schnell legal auf wieder? Alter. Oh, ist näher dann auch tot. Oh ja. Hallo? Wir bringen die Billetten schon. Ja. Perfekt. Okay. Ja, die stehen dann zu fünf drauf. Einer rennt schon vor und wird uns jetzt gleich ins Gesicht schießen, wenn wir uns eh kommen, ja. Ich beschütze die Unschuldigen. Halten Sie die Scharfschütze. Perfekt, ja. Ich halte dich in den Sieg. So,
Naja, ist ja noch näher jetzt. So, ihr McCree hackt wie ich dir. Er trifft jeden Schuss wieder. Jo, hat dich ja einfach mit jedem Schuss getroffen. Der Sniper trifft da jeden Schuss, schön, macht Spaß so. Kills wären Gold, 5000 Schaden. Das ist eure gerechte Strafe. So, einfach schön das Loch aufgemacht, der Darm nach außen gepresst. Mit Camille T ausgespielt. Hey, einfach so. Den Prolaps angenommen. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Sind wir alle Soldaten. Alle Regler auf Anschlag! Ich frag mich gerade, ob ich Zeit habe, mir eine Partie Hoverhockey anzuschauen. Hey, Willy! Du brauchst definitiv ein paar neue Sounds auf die Lauscher. Wieso? Hast du was gegen alte Klassiker? Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Ja, hat Blaster und du jetzt dann sowieso nicht schlafen kannst, ne? Könnten wir ja genauso gut haben wir noch so ein schnelles Tor probieren, oder? Ich scroll gerade nur von einem Witz. Ja, dann könnten wir noch so schnelles probieren. Ja, du, der Channel leckt wieder so, ich verstehe gar nichts. Hallo? Hallo! Na, alles klar. Kannst du mich weiter, du Overwatch weiter schneller. Das macht dir ziemlich viel Spaß, wie ich das so mitkriege. Das ist witzig. Gewiss wird für euch gut so unschass. Dunst schneller. Mir ist alles andere grau. Alle herkommen,
Lasst euch stabilisieren. Kommt her! Alles klar. Vorsicht, der Verkehr! Danke. Haut mich um, so auf die Erfolg, ich stehe immer wieder auf. Das werde ich von. No. Heal, heal! Ich nehme den Punkt ein. Ich weiß ja auch nicht, also... Auf ein Wiedersehen in Valhalla! Ares hat sich nicht so rendiert, aber ich bin dann gleich tot. Kann er nicht? Best Moral ist EU dabei. Best was? Best Moral ist EU. Ja, also tatsächliche Moral ist dabei. Ja, und der halt nicht, oder wie? Ja, doch, aber der Rest vom Team ist halt jetzt prinzipiell dann Eselscheiße, ja. Okay. Los. Ja, du musst nicht immer Mercy spielen. Wären jetzt die Mercy gewesen. Ja, ist okay, der Schnauz. Es war schon vom Spaß her jetzt eigentlich so ziemlich... Und das sind, dass man denn rangliste Spiele da mehr vergewaltigt wird? So ein bisschen. Was gibt's denn da eigentlich? Was gibt's da? Ja, gibt's irgendwas Besonderes, wenn man Ranked spielt oder? Du hast halt rangliste Punkte und dann kannst du irgendwann eine goldene Waffe kaufen, also quasi wieder dein Skin aufwerten. Ja, dann in dem Sinn. Tschüss. Also einfach nur more bling bling. Jo, und dort vergeben dann leider noch Geld aus. Und holen sich dann mehrere Lootboxen oder sowas. Okay. Kann man mal machen. Also man geht einen Ranked hin, lässt sich in der Arschsoße und kriegt dann vielleicht goldene Sache.
besuchen und deswegen... Prinzipiell könnten wir es genau so mit Ja beschreiben. Also wie ein richtiger Lebe, praktisch. In Gestalt wenn du da genug in der Arschfiege gelassen hast und der Fluch, irgendwann der Arsch voll hast, ist, die hier von dann stellen wir was davon haben. Geil.